Susannes Möbelstück in Kühlschrankoptik ist relativ ausgefallen. Und wenn man sich den pastellblau lackierten Schrank so anschaut, dann denkt man erstmal nicht unbedingt daran, dass er in einer ganz klassischen Schreinerei hergestellt worden ist. In einer normalen Werkstatt also, in der gehobelt und gesägt wird. Jetzt besonders auch am Tag der offenen Tür bei uns in der Schule war das halt, dass wenn man in die Klasse gekommen sind, halt alle anderen Stücke waren aus Holz oder halt eine Holzoptik. Und meins war dann halt türkis so glänzend, dass man das dann halt direkt gesehen hat. Das ist halt ein Eyecatcher. Man sieht, die 22-Jährige entwickelt ihren ganz eigenen Stil. Ihr unechter Kühlschrank, der steht momentan im Foyer der NEW. Neben vielen anderen Möbelstücken, wie zum Beispiel Kevins Werkzeugkiste mit ganz besonderem Schlussmechanismus. Also es war das erste Möbelstück, was ich mir komplett alleine ausgedacht habe und gefertigt habe. Mit einigen Arbeitsgängen, die ich bisher so noch nicht alleine gemacht habe. Dementsprechend war das schon eine Herausforderung. Ich habe natürlich den Ehrgeiz, das alles selber zu machen und zu lernen. Und von daher war es schon eine Herausforderung. Aber ich bin jetzt nicht dran verzweifelt. Der Möbelbau war für die angehenden Tischler eine wichtige Übung für die große Gesellenprüfung im Sommer. Sozusagen das Warm-up. Auf dem Weg dorthin hat Moritz eine ganz besondere Entdeckung gemacht. Ich habe eine Zeit lang in der Restauration gearbeitet und habe dann einen Sekretär aus dem Jahre 1884 restauriert. Und bei der Restauration sind wir dann nach 4 Lagen Tapete in der Rückwand dann tatsächlich auf eine bewegbare Rückwand gestoßen, wo dann auch tatsächlich ein relativ großes Geheimfach drin war, wo wahrscheinlich der ursprüngliche Besitzer seine Schnapsflaschen drin versteckt hat vor seiner Ehefrau. Bis zum 6. Dezember stehen die Arbeiten der Auszubildenden noch im Foyer der NEW auf der Odenkirchener Straße. Es sind zwar keine Geheimverstecke dabei, dafür aber jede Menge anderer Möbelstücke.